Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Oh, da geht richtig was ab. Half-Life 2, Episode 2. Jäger wollen sich ein wenig ans Leder. Wir versuchen mal uns einigermaßen zu erwehren. Wenn du da mittendrin stehen bleibst, ist das kein Wunder, dass du da Schaden kriegst. Liebe Alex. Ah, okay, dann explodiert mal. Oh, hi. Wo kommst du denn auf einmal her? Aua. Gut, einer weg. Jo, einen haben wir schon. Oh, da kommst du ja. So, noch ein bisschen was gefressen, der Kollege. Oh. Jawoll. Wie? Langsam wird's kritisch. Vor allem, wenn ich hier irgendwie gegen links schieße. Gegen die Mauer. Weg, 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 weg. Lass mich. Ich möchte jetzt nicht mit dir spielen. Meine Güte, war das knapp. Ich auch, ich habe nämlich kein Leben mehr. Puh. Ich muss hier nochmal irgendwo hochheilen. Da ist noch Zeug, gut. So viel dann dazu. Ja, die Dinger sind schon ein wenig heftig. Gut, ich ziehe mich mal kurz zurück. Und das war's. Gut. Erledigt. Wir sollten unsere Warnung senden und dann weiterfahren. Das waren wahrscheinlich nur Aufklärer. Na, es war trotzdem relativ knapp. Na gut, dann mach mal. Da wären wir. Okay. Das Signal ist echt schwach. Na, probieren wir es. White Forest, bitte kommen. White Forest, bitte melden. White Forest, bitte melden. Dies ist White Forest. Identifizieren Sie sich. Alex? Alex Vance? Wo sind Sie? Ich habe Sie vor Stunden erwartet. Es gab hier ein paar Probleme. Erkennen Sie nicht den Ernst der Lage? Die Existenz der Erde hängt von Ihrem Dach ab. Ja, ich weiß. Aber die Combine, sie kommen zu was, euch. Was? 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 Sie kommen zu uns? Lass mich schwer offen. Nein, nicht was? Wir. Die Combine. Die Leitung bricht ab, Alex. Was? Was? Mist. Wer weiß, ob er das begriffen hat. Wir sollten weiterfahren. Warte, ich öffne das Tor. Ja, ich glaube nicht, dass der es gepeilt hat. Jetzt können wir zumindest hier, genau da hinten geht's weiter. Wir hätten halt noch ein bisschen Explosivzeug gehabt, wenn wir uns da nicht so lange drin verschanzt hätten, aber es ging ja auch so. Komm. Natürlich auch normal einsteigen können. Los, vielleicht kommen wir weiter vorn wieder auf die Straße. Wenn du meinst. Ups. Ich fahre mal einfach hier runter. Das sieht mir eigentlich ganz gut aus. Ein bisschen durch die Gegend heizen. Und dann kommen wir wohl da hinten an. Ja, Straße wäre, glaube ich, echt mal wieder ganz angenehm. Was denn? Was gibt es denn zu stöhnen?
sind wohl für die Ewigkeit gebaut, wie? Ja, hey, weil es ein bisschen... Man sieht ihn von White Forest. Wir sind auf dem rechten Weg. Da brennt irgendwas. Ach, da ist so ein Umbein-Ding abgestürzt. Das ist eine dieser Inkubationskapseln. In der Zitadelle. Diese... Bringt aber nichts, oder? Nö, können wir nichts großartig rausziehen. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch schönes Loot abzustauben. Gerade überlegt, ob wir vielleicht auch ohne Alex wegfahren könnten. Gibt's hier denn Loot abzustauben? Was war das? Kürbis. Hat jemand für Halloween schon mal vorgeplant? Da schon wieder. Irgendwie ist das komisch. Nutze mal gerade die Gelegenheit, mich hier wieder hoch zu heilen. Oh. Da ist wohl unser Advisor. Der Wohn meinte, wir sollten sie töten, bevor sie schlüpfen. Life Support. Was meinst du, Gordon? Ziehen wir den Stecker? Tut mir echt leid. Jupp, dann nochmal. Vielleicht kann ich das öffnen. Das hätten wir. Jetzt bist du dran. Können doch gerade nichts machen. Hängen halt hier so rum. Vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Ah, jetzt. Ich möchte nicht mit dir kuscheln. Tut mir leid. Weg ist es. Alles okay da unten? Oh nein. Gordon, gut, dass du okay bist. Das Ding war verletzt. Hast du gesehen? Schrecklich, was gewesen wäre, wenn... Oh je. Hat wohl seine Freunde gerufen. Soldaten! Gefahrenstufenanpassung. Sondieren, eliminieren. Dann ballern wir uns mal durch die Soldaten hier durch. Ja, gut. Endlich wieder Armbrust. Schön. Freut mich. Wir müssen hier raus. Schnell zum Wagen. Ja, ja. Bin ja schon unterwegs. Wir müssen hier halt noch ein paar Soldaten ausschalten. Wie zum Beispiel. So, wo haben wir noch welche? Danke.
Das war's mit deiner Verstärkung. So, da haben wir noch mehr Zeug zum Mitnehmen. Wieder hochgeheilt. Freut mich. Oh, fuck. Ich hoffe mal, der ist alleine. Hi. Ich glaube, der war wirklich alleine. Naja, immerhin haben wir noch... Wir müssen hier raus. Ja, hier ist aber noch Zeug, das wir eventuell mitnehmen könnte. Oh. Heli. Müssen wir den wegschießen oder nicht? Haben wir überhaupt... Wir haben auch keine Dings. Können wir das Ding benutzen? Oh. Ne, ich glaube, wir sollten fahren. Dann komm, Alex. Ja, ich werde hier beschossen. Komm. Danke. So. Auch hier lang? Nichts wie raus. Ich weiß auch nicht, wo wir hier wegfahren könnten oder sollten. Hier wohl nicht so, da eher, denke ich mal, ja. Heizen wir einfach mal hier durch. Ich schätze einfach mal hier entlang. Ist das sogar gelohnt? Ach, die kennen wir ja auch noch. Kommen wir da dran vorbei, bevor sie explodieren? Jawohl. Ah, da nicht. Ups. Nehmen wir den rechten Gang. Gerade so. Ja, war knapp. Da sagst du was. So, hier so dann gemütlich weiterheizen. Los geht's! Hui! Ich glaube, da hat jemand Spaß gerade. Freut mich. Hey! Kannst du den bitte runterschießen? Danke. So, hier ist wohl erstmal Endstation, wie mir scheint. Oder fahren wir da weiter? Heiß? Ja, ich glaube, wir fahren einfach mal hier rein. Und tschüss. So, kriegen wir dich noch. Jawohl. Aua. Die Bomben wollte ich eigentlich nicht kriegen. Jetzt sollte ich hier mal gerade vom Turbo runtergehen. Okay, das ist nicht gut. Leben, danke. Mist. Das war's wohl mit dem Wagen. Hey, hier drin. Ja. Hier lang. Wir werden auch beschossen. Wäre schön, wenn du mal reingehst. Danke. Wenn du den Heli schon mitgebracht hast, dann hilf uns auch, ihn runterzuholen. Oh, mit Vergnügen. Na klar. Oh. Das war fies. Schieß ihn ab! Mit was denn? Ich hab doch nichts. Sicher. Fang du an, einen Hubschrauber zu meißeln. Ich sehe mich hier gerade nach Medikits um. Dann mach mal. Aua. So, ach, da unten kann ich weiter. Hm, vielleicht sollte das Ding auch mal explodieren. Ich guck mal gerade. Scheinbar nicht. Da kommen wir nicht weiter. Müssen wir wohl wirklich da durch. Ach, hier kommen wir hoch. Das war knapp. So, wir schleichen jetzt mal weiter hier vor. Hier gab's eine Medizin,
Danke. Dann hier damit. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwo eine Raketenwerfer oder was finde. Was haben wir denn hier oben? Wenig Deckung und Anzugenergie. Auch schon lange nicht mehr gesehen hier die. Autsch. Ach, sollen wir vielleicht mit den Dingern den runterschießen? Kann das sein? Ich guck mal gerade, werfen wir was runter, danke. Yep. Ah, gut, da hat er meine Raketen ausgepackt, das ist nett. Yep, ich glaube, wir müssen wirklich auf die Dings zurückgreifen. Komm, gib mir. Sehr schön. Au. Ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen. Genau, das darf mal explodieren. Du darfst mal herkommen und... Bam. Der ist gesessen. Schade. Ja, es gibt, glaube ich, eine Errungenschaft, wenn wir das Schiff, also wenn wir den erledigt, ohne vorbeizuschießen. Die kriege ich jetzt leider nicht mehr. Ja, ich lasse es. Komm, so viel hat er nicht mehr. Danke. Bam. Ja, es war nix. Yep, ja. Jetzt hat jemand Spaß von mir, scheint. So, lassen wir das noch explodieren. Ich das mitnehmen. Das bitte, das war nix. So, wo ist er? Der Hubschrauber, da oben. Ja, das war fast wie geplant. Zufrieden? Mann, sind wir froh, euch zu sehen. Boah, das war fantastisch, wie du die Minen einfach zurückgeworfen hast. Nun, ich könnte echt was vertragen. Wie sieht's aus? Wir müssen weiter, aber unser Motor ist im Eimer. Ihr habt nicht zufällig das nötige Reparaturwerkzeug. Werkzeug? Wir haben ein ganzes Lager hier. Los, suchen wir was raus. Okay. Das muss ich den Combine aber doch lassen. Zähe Gegner. Echt gute Vorstellung. Das war halt ein scheiß Heli. Nun ja. Unter dem Radar. Forest-Basis, aber vor ein paar Tagen haben die Combine den Zugang abgeschnitten. Was meinst du, Gordon? Vielleicht kannst du die Straßensperre räumen, während ich den Wagen repariere.
Die ganzen neuen Zombies aus City 17 haben sie klein gehalten, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Truppen vordringen. Wenn du meinst, du schaffst das, lassen wir dich raus. Na, er ist immer dabei. Stimmt's, Boden? Ja, locker. Hier ist eine Falltür, durch die es zur anderen Seite geht. So siehst du die Waffe, bevor sie dich sieht. Ich hoffe mal, das wird dann was. Viel Glück mit der Laserkanone. Danke. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Mit blöden spawnenden Dinger. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.